Endlich geht's auch für die Vierbeiner los und das zum ersten Mal bei den European Maccabi Games. Das wurde aber auch mal Zeit, finden wir, und deswegen konnten wir uns den Teamwettbewerb nicht entgehen lassen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung Organisator Jacques Albeck. Also Alon Meyer, der Maccabi Deutschland-Präsident, fragte meine Frau und mich in Tel Aviv im April letzten Jahres, ob wir Lust hätten, das Reitturnier zu organisieren oder mitzuorganisieren, das zum ersten Mal stattfindet. Und da haben wir spontan Ja gesagt. Eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass hier kein großer Verband dahinter steht. Und bemerkenswert ist auch, dass Albeck selbst antrat, und zwar für das Team Deutschland 1. Außerdem gab es noch ein Team aus der Bundesrepublik, eine niederländische Mannschaft und die USA war auch vertreten. Und von Beginn an zeichnete sich schon ein Zweikampf ab zwischen Albecks Team und den Niederlanden. Die Punktrichter belohnten gelungene Verstärkungen, die Durchlässigkeit der Pferde und Elastizität. Dann der letzte Durchgang. Jacques Albeck war an der Reihe und der Mann mit dem Hut hatte einen gewaltigen Rückstand aufzuholen. Er und sein Pferd Dante zeigten eine gute Prüfung mit Grazie und Anmut. Was hatten die Niederländer da entgegenzusetzen? Viel. Pascale de Miranda legte noch mal einen drauf und zeigte auf ihrem starken Hengst Bugatti eine Bombenleistung. Die führte zum ersten Platz für sie und zum Sieg für Oranje in der Teamwertung. Well, to be honest, the German team was very good. Ganz ehrlich, das deutsche Team war sehr gut. Alle Athleten zeigten hochklassige Leistungen, aber unser Team hat sehr viel trainiert, fast 8 Monate lang, um dieses Ergebnis zu erreichen. Wir sind sehr stolz, aber die anderen Teams sind auch gut und die Deutschen machen es uns sehr schwer. But the other teams are good as well, and the Germans made it very hard for us, but still we are very proud again that we won. Und genau das ist Sport. Wer lange und hart arbeitet, holt sich am Ende den verdienten Sieg.